Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von. Sag's, Stefan, sag es. LPT! Time. Oh, LPT, das Spiel solltest du sagen, du. Ach, sag ich das Spiel mal. Heißt LPT. Ach, das genau. Heißt LPT jetzt. Aha. Ein neues Indie-Spiel, ganz innovativ von einem Menschen geschaffen worden. Ja, mit Lichtschwertern. Ja. Wie ihr hören könnt, sind wir wieder zu dritt. Und das wird sich auch nicht so schnell ändern, oder? Das kann man auch sehen. Verdammt! Pass auf, gleich kommt eine Cutscene. Oh. Oder so. Ah, ne, erstmal muss an das Zollterminal daran. Ja, okay, gut, dass du sagst. Jetzt kommt eine Cutscene. Was will der? Warte, ich muss mal kurz aus der Gruppe. Hä? Ich brauche einen Gefährten, um das anzunehmen. Sprichst du aus eigener Erfahrung? Tüdelü, verwirrt. Puh, seltsam. Aha, sehr wichtige Informationen. Ne? Ich will meinen Kuh-Gefährten rufen. Ihr hey! Warum ist meiner weg? Weil ich ihn weggeschickt habe. Ich brauche für die Aufgabe brauche ich meinen Kuh-Gefährten. Wie, du kannst das dann trotzdem nicht annehmen? Ja. Alter, wie mies ist das denn gemacht? Gut. Die müssen das doch dann einfach, ja, für die Quest dann so regeln können. Egal. Hey, Baum. Helft mir, ihr Obi-Wan Kenobi. Ihr seid meine letzte Hoffnung. Leise. Und jetzt? Ein Moment noch, ich rede. Red schneller. So. Oh, oh, oh. Martin hat gleich ein volles Inventar. Hä, was? Ich habe auch bald volles Inventar. Ich habe volles Inventar. Ach, den kann ich auch was bauen. Wieso? Ich habe da noch die Hälfte frei. Was willst du denn? Brauchst auch noch für ein Lichtschwert, ne? Oh, ich hätte gleich auch noch Modi. Weiter, hopp! Ja, weiter. Jo, hier. Echt? Aufzug. Benutzen kannst du, wen du willst. Benutzen du kannst den Aufzug jetzt. Ey, was kommt hier nochmal Ladescreen? Was soll das? Der ist hübsch. Du ja, solltest ihn schick. Respektieren. Hey, Auftrag hier. Ach was? Ach. Ich hab mich übrigens geirrt mit dem Baum. Hier gibt's mehr Bäume als nur einen. Ach so, den hast du ja schon, den Auftrag. Sehe ich gerade. Egal, wir reden. Martin. Wie, warum hat der den schon? Ey, der ist ausgekreuzt. Ich hatte gehofft, nur einen von euch zu treffen. Das hier ist schon fast... Wo hat der den? Wenn man bedenkt, was ihr alles erreicht habt, überrascht es allerdings nicht, dass ihr gemeinsam reist. Größe zieht Größe an. Ja, ja, klar. Ich kann mit dem Typen flirten. Mach mal. Ihr seid selbst ziemlich groß. Naja. Einfacher Diener der Öffentlichkeit. Das war jetzt Flirten. Ja, das war Flirten. Ich bin im Namen von Vanara Keil hier, Senatorin auf Coruscant. Sie repräsentiert nicht nur unsere Welt im galaktischen Senat, sie steht auch der Regierung dieses Planeten vor. Welche Welt? Keil leitet den Wiederaufbau all dessen, was durch die Invasion des Sith-Imperiums zerstört wurde. Diese alten Wunden zu heilen braucht Zeit und ist schmerzhaft. Ja, bin zwar nicht viel, aber besser als gar nichts. Keine Ahnung. Drück irgendwas, wird schon richtig sein. Der Krieg ist schon lange vorbei, wir müssten uns doch längst erholt haben. Einige Wunden sind tiefer als andere. Diese Welt hat viele Baustellen. Eine zerstörte Infrastruktur, steigende Flüchtlingszahlen, ganze Sektoren, die in Anarchie versinken. All das verhindert den Wiederaufbau. Senatorin Keil glaubt, dass ihr perfekt dafür qualifiziert seid, eine Hat sie die Leute, die ich wundern, warum ich jetzt noch nicht dabei bin, ich bin da im Content schon ein bisschen weiter. Sofort. Du Ruhe! Eine große Jedi-Meisterin ist sehr krank. Das hat erstmal Vorrang. Verschließt nicht euren Geist.
Was gut für Senatorin Keil ist, ist auch gut für Meisterin Yuan. Senatorin Keil ist die größte Anführerin, die wir seit Jahren hatten. Sie baut nicht nur diese Welt wieder auf, sondern zugleich den Rest der Republik. Ja, ja, ja. Recht mit Minister Imok im Senatsgebäude. Die übertreiben. Ihr werdet erwartet. Viel Glück und willkommen auf Coruscant. Der trägt aber ganz schön dick auf hier. Die Plünderung von Coruscant. Codex-Eintrag. Korriban, ja. Mhm. Korriban-Eintrag. Ja, kennt ihr das noch nicht? Das ist die neueste Weiterentwicklung. Ja. So. Nochmal den Schnellreisepunkt hier an. Hey, was wir sind ja auf dem Was ist das? Den habe ich automatisch immer freigeschaltet bei mir. Warum? Ich kann immer wieder freischalten. Ach, der ist schon freigeschaltet. Es ist kein Symbol mehr drüber. Ach, ich vergesse doch sowas immer wieder. Dann müssen wir häufig aufnehmen. Wo willst du hin? Dafür habe ich keine Zeit. Taxi freischalten. Mehr nicht. Das ist schon freigeschaltet. Bei dir vielleicht. Nein, bei euch auch. Nee, nicht wirklich. Da ist irgendein Auftrag noch. Ja. Ich glaube, hier ist eine halbe zwei oder sowas. Könnt ihr dort angehen? Nee, noch nicht. Wir sind im Level zu niedrig. Wir sind ja vorhin beim Flashbolt-Modell, ne? Einfach mal annehmen, alles. Genau, nehmen wir mal Essenless an. Was ist das? Ach so, hier kann man nochmal irgendwie zur Flotte. Nee, da wollen wir nicht hin. Nicht? Ich wollte zum Flocker. Da! Martin! Ach, da bist du ja. Martin! Ja. Willst du die Rüstung jetzt haben oder nicht? Welche Rüstung? Zeig's mal. Du bist Gratis-Spieler. Warum bist du Gratis-Spieler? Wie kann ich den nicht haben? Gell, werd mal Abonnent, Martin. Dafür spiele ich zu wenig. Leute, los! Alle in die Comments. Martin soll Abonnent werden. Genau. Das lohnt sich nicht für mich, habe ich schon eben gesagt. Du musst ja nicht dauernd spielen. Oh, hat sich ganz schön verändert, als das letzte Mal hier war auf Coruscant. Echt? Die haben das zum Beispiel noch nicht gestanden, die ganzen Duros da, Soldaten. Duros, was? Ich muss mal zur Post. Ich muss mal was verkaufen. Ja, geh du zur Post. Noch mehr Aufträge, ich lese mir gar nichts mehr durch hier. Das sind nur so Einführungsaufträge. Ja, Händler, kann ich was verkaufen. Ich freue mich immer über Frischhaltung, wenn ich euch behilflich sein. Weg damit. Brauche ich alles nicht mehr. Ich habe noch so von der Erweiterung so ein Haustier bekommen. Und noch Anzüge. Kann ich eigentlich jetzt was mit den Generatoren anfangen oder ist das nur für meinen Begleiter? Steht da was, dass er es tragen kann? Das fragst mich was. Es wird ganz schön chaotisch. Ah, da kann ich. Das kann ich. Schildgenerator kann ich machen. Irgendwas. Nee, das geht. Würde auch gehen, aber das ist schlechter. Das ist schlechter. Gut, ich habe Post. Yeah! Sie haben Post. Ach, hast du schon? Ach, weg damit. Das Feuerwerk, Feuerwerk. Seht euch ruhig um. Ach, jetzt habe ich gar nicht geguckt, ob ich noch was reparieren kann. Ich habe jetzt so modbare Objekte durch die Erweiterung. Wo seid ihr hin? Auf dem Bazar. Ich hab den Überblick verloren. Komm mal zu mir, Martin. Bist du da runtergegangen? Ja. Und hol dir das Sozialabzeichen. Dann kannst du noch so einen Auftrag erfüllen. Was für ein Sozialabzeichen? Sozialabzeichen halt. Das Jahrestagsbelohnung erhalten. Aha, was ist das denn? Feuerwerk zum zweiten Jahrestag. Ich hab's noch vom ersten Mal. Hä, warum kann ich das nicht nehmen? Was? Ach so, jetzt klappt es ja doch. Wo ist das Sozialabzeichen? Da wo der Auftrag blinkt, beim Sozialobjekthändler. Hä? Wo blinkt da was? Ah, da! Ja. Die waren so viele Zeichen in der Minikarte, habe ich es gar nicht gesehen. Ja, das stimmt schon, aber... Hä?
Sozialabzeichen kaufen, Martin, und dann benutzen. Muss ich nur finden. Okay. Ist ganz unten. Ja, sehe ich. Annehmen. Bam, Stufe 12 hast du mir eingebracht. GZ. Hey, kann ich das nochmal machen? Was? Ja, das kannst du immer machen. Aber es bringt dann nichts mehr, keine Erfahrung. Warum bringt das nichts mehr? Weil der Auftrag beendet ist. Was ist das denn? Freischaltung anwenden? Was? Hä? Was ist das denn? LOL! Jetzt! Juhu, noch mehr Feuerwerk! Ajo, Feuerwerk! Erfordert Cis-Krieger, Imperiale. Toll, was soll ich denn damit? Imperiale Scout-Lackierung. Kann man dann dem, seinem imperialen Charakter schicken und dann, denke ich, freischalten mit dem. Kann ich das überhaupt als Free-to-Play-Spieler? Man ja. Ja, eigentlich schon. Und ich habe eine Lackierung. Hä? Was kann ich jetzt mit der Lackierung machen? Das ist für den Raumjäger, für die neuen Raumschlachten, die dazugekommen sind. Ah ja. Was machst du hier in der Bank? Hab nur was abgelegt. Kann man da was ablegen? Ja, kann man. Ich nicht. Mit Kartellmünzen kannst du sofort 80 Raumslots kaufen. Juhu. Super. Tja. Wieder mal einen Grund, abonnieren zu wählen. Genau. Es wird zu teuer. Schön, was du hier machst. Das ist nicht so teuer. Es sind doch nur so 11 Euro im Monat, je nachdem. Genau, dann machst du einen Monat komplett Aufnahme für 3 Jahre. Und könnte ich mich wieder. Würdest du dann einen Monat durch mit uns? Hier sind alle möglichen Händler, kann ich noch nichts mit anfangen. Naja, mit dem können wir auch nichts anfangen im Moment. Was willst du mit mir handeln denn? Wie ich? Ah, das? Kann ich noch gar nicht tragen, ist für Level 13. Egal, ich hab grad noch eine für Level 17. Egal. Egal, du bist halt weit Level 13. Ja, bin ich auch. Was? Es fehlen noch so 6000 oder so. Ja, die andere ist zu klein, 1,6. Toll, ich bin gerade mal L12 geworden, bist fast ein Level voraus hier. Dafür kriegst du die bessere Modifikation. Die habe ich gerade welche mit der Post rausgeschickt. Wir erkunden erstmal hier das Gebiet zu Ende. Hier gibt's doch nichts zu erkunden. Doch, die Karte, die nicht aufgedeckt ist. XP, jeder Punkt ist wichtig. Du rennst ja wieder zurück, was machst du? Ajo, ist aufgedeckt bei mir. Und bei dir? Verstand irgendwas, du hast entdeckt. Dann wird's wohl aufgedeckt sein. Ja, ist es. Und die andere Seite ist noch... Kann man da nicht hin? Doch, hast das noch nicht aufgedeckt. Wie, hast du das aufgedeckt? Ajo, gerade eben, während du gelabert hast. Ach so! Level 17, hui, ja. Aber schön viel Willenskraft. Ah, jetzt habe ich. Ich hab die jetzt nicht ausgeskillt, aber. Ja, immerhin. Paar. Ich hab sowieso den Max gekriegt für die kleinen Sachen noch. Immerhin etwas. Komm, jetzt brauchen wir noch ein bisschen Action. Wir haben hier noch nichts geschafft. Wir haben erstmal den Senat-Vorplatz erkundet. Boah. Und jetzt reden wir nochmal. Minister. Mit Minister Imok. Ist das einer der dreieugigen? Ich glaube, die Spezies heißt Knu oder so. Wie du glaubst, du musst das wissen. Ach, das verwechsel ich immer. Die heißen so irgendwas mit Knu, Kna. Danke, dass ihr so kurzfristig für mich Zeit hattet. Ich bin Senatorin Vanaha Kail. Vergebt meine Direktheit, aber Zeit ist ein Luxus, den ich mir nicht gönnen kann. Wie ihr vielleicht wisst, ist Coruscant von Flüchtlingen vor der imperialen Tyrannei überschwemmt. Viele sind schon seit Ausbruch des Krieges hier. Die Flüchtlinge haben den alten galaktischen Markt übernommen
und sich in Läden und Lagerhäusern verschanzt, die während der Plünderung von Coruscant aufgegeben wurden. Sie weigern sich zu verschwinden. Jetzt haben sie ein Dach über den Kopf. Ja, das ist aber ganz schön wenig. Es muss doch einen besseren Ort für diese Flüchtlinge geben. Wir haben ihnen angeboten, sie auf fremden Planeten anzusiedeln. Aber sie verlangen, hier zu bleiben. Wie so oft, wenn Angst und Armut vorherrschen, hat sich ein kriminelles Element erhoben, um die Situation auszunutzen. Die Händlergilde der Migranten war ursprünglich eine politische Gruppe, um die Interessen der Flüchtlinge zu vertreten. Über die Jahre hat sie sich zu einem skrupellosen und mörderischen Verbrechersyndikat gewandelt. Haben die Verbrecher eine Hierarchiestruktur? Einen Anführer? Es ist ein Konsortium mächtiger Verbrecherbosse. Wenn einer fällt, nimmt ein anderer seinen Platz ein. Toll. So sind sie schwer zu besiegen. Müssen wir alle ausschalten. Die Migranten ist extrem aggressiv und gefährlich geworden. Ihre Vollstrecker haben sich mit Militärwaffen ausgestattet. Heute sind ihre Schläger auf die Straßen gegangen. Sie haben unser Sicherheitspersonal angegriffen, Feuer gelegt und Aufstände angezettelt. Wir stehen einem bewaffneten Aufruhr gegenüber. Tja. Polizisten, gibt's das noch? Bei allem Respekt, Senator, ja, gibt's. Seid ihr sicher, dass dies die Aufmerksamkeit der Jedi erfordert? Euer Orden ist... Kommt doch nochmal später in einem Flashpoint vor. Hust, hust, Spoiler, hust, hust. ...den Schutz der republikanischen Hauptwelt in die Hand nehmen. Generationenlang war der alte galaktische Markt die zentrale Umschlagstelle für den Handel auf Coruscant. Er ist nicht nur von großer wirtschaftlicher Bedeutung, sondern auch ein Symbol für die Freiheit der Republik. Die Com-Kanäle sind gestört. Ein Symbol. Wir haben die Sicherheitskräfte verloren. Ich brauche eure Hilfe, um diese Krise zu beenden. Die Verbrecher dürfen nicht gewinnen. Das werden sie auch nicht. Flirten. Mach ich mal flirten auch. Senatorin. Was auch immer ich für euch tun kann, seht es als erledigt an. Daran zweifle ich nicht, Jedi. Tut, was immer nötig ist, um unschuldige Leben vor diesem kriminellen Abschaum zu beschützen. Sucht meinen Sicherheitschef, Captain Winborn, auf. Winborn. Viel Glück. Guter Name. Aber was die hier unter Flirten immer verstehen, echt mal. Warum ist markiert worden? Du musst unbedingt ein Revo spielen, der weiß das. Warum bin ich markiert worden zum Teufel? Mit alle wissen, auf wen sie schießen müssen. Oh, ist weg, zum Glück. Ein Schmuggler kann doch mit allem möglichen flirten, was zwei Beine hat. Der Schmuggler, der flirtet nicht, der Schmuggler ist... Warum bin ich schon wieder markiert worden? Wer zum Teufel macht das dauernd? Der Schmuggler ist Barney Stinson, ey. Ja. Hier muss ich rein. Der sprüht mit seinem Charme um sich. Ich sag ey, hallo! Hier habe ich eine Phase von mir. Wollen wir da nicht rein? Nein. Ja gut, wir hören dich an. Gehe vor. Zuschauermodus. Was ist los? Du erinnerst das wird eine Laberfolge, sage ich. Ja. Waren Kira? Das hier sind General Fasatra. Alter, das ist lächerlich. Wir reden gerade darüber, wieso die Republik im Geheimen eine Waffe gebaut hat, die ganze Planeten zerstören kann, ohne zuvor die Jedi zu konsultieren. Meine Arbeit kann man kaum als Waffe bezeichnen. Es ist die humanste Militärtechnologie, die jemals erfunden wurde. Gibt's sowas überhaupt? Aktiviert, überlädt der Planetenfänger die obere Atmosphäre eines Planeten und verwandelt ihn in eine riesige Ionenkanone. Jedes Raumschiff, das den Planeten anfliegt oder verlässt, wird vollständig außer Gefecht gesetzt. Die ideale Kontrolle von Feinden ohne Opfer. Und wo ist der Haken? Das ist wirklich eine vage Behauptung. Die Sicherheit dieses Planetenfängers getestet. Wir waren dabei, einen Feldtest zu starten, als diese sinnlose Debatte begann. Ungeachtet dessen habt ihr es zugelassen, dass eure Dateien mit den Entwürfen von gewöhnlichen Dieben gestohlen wurden. Ich bezweifle, dass die Diebe überhaupt ahnen, was sie da haben. Außerdem sind die Dateien verschlüsselt. Unsere Leute folgen jeder möglichen Spur. Bei allem Respekt, alter Freund. Meint ihr nicht, es ist an der Zeit, dass die Jedi eingreifen? Meisterin Kiwix und ich müssen mit dem obersten Kanzler sprechen. Ich brauche dich hier, um diese Entwürfe zu finden. Das passt mir gut. Ich werde euch nicht enttäuschen. Du bleibst auch hier, Kira. Deine Kompetenz in Sachen Sicherheit könnte von Nutzen sein. General,
Wir haben eine Spur der Diebe. Das ist Agent Galen vom Strategischen Informationsdienst. Agent Galen, diese jungen Jedi werden euch unterstützen. Oh ja. Vor 32 Stunden haben Diebe ein Militärlager überfallen. Sie haben Waffen, Versorgungsgüter und Dateien über das Planetenfängerprojekt gestohlen. Der Anführer der Diebe hat einen Fehler gemacht und sein Gesicht einer Überwachungskamera gezeigt. Wir konnten ihn in unserer Verbrecherdatenbank finden. Vistis, ein rhodianischer Schmuggler, der sogenannten Händlergilde der Migranten angehört. Ein Haufen gemeiner Verbrecher. Warum sollten fremdartige Verbrecher ein Militärlager ausrauben? Das macht doch keinen Sinn. Sie müssen gewusst haben, woran ihr arbeitet. Unmöglich. Es muss ein Zufall sein. Die Gilde ist ein Gewalt. Es gibt keine Zufälle. Nur die Macht. Nur ein Jedi könnte das Quartier einbrechen. Oh je. Ich muss mich einen Moment hinsetzen. Entschuldigt mich. Das hatten schon so schaffen gemacht. Benutzen wir doch euer praktisches Sicherheitsnetzwerk, um die Verbrecher abzulenken. So haben mein Freund und der Dieb ein wenig Zeit für sich. Wenn ihr wisst, es findet, kontaktiert mich. Die Dateien haben oberste Priorität. Aber versucht auch, das übrige Diebesgut zurückzuholen. Viel Glück. Glück ist was für Anfänger. Ich brauche keins. Es gibt kein Glück. Es gibt nur die Macht. Ach, jetzt kommst du damit wieder. Das sagt der Kodex. Es gibt immer nur die Macht. Du musst an den Kodex glauben. Es gibt keine Liebe. Es gibt nur die Macht. Es gibt keine Gefühle. Nur die Macht. Wo gehen wir jetzt hin? Überlege. Zu meinem. Da hinten ist doch nur eine Sackgasse. Nee, da hinten ist ein Auftrag für mich. Ja, wo wir... Ach, du bist ja schon wo ganz anders wieder. Wo läuft ihr hin? Also, da hinten, das war für den Soldaten. Okay, ist einfach mal Martin, solange ich hier in meinem Beruf umskillen bin. Da ist er ja. Gut, dann können wir rein. Warte, ich will noch meinen Gefährten mitnehmen. Nein, den brauchst du nicht. Oder auch brauche ich. Mann, das ist alles unnötige Hinauszögerei hier. Komm. Ich bin doch drin. Ich hab versagt. Es tut mir leid. Was ist mit dir los? Keine Ahnung. Einmal zwei kleine Jungen, sie hießen Park. Er ist versagt. Und irgendetwas, warum erinnere ich mich nicht? Alzheimer? Sie ist really confused. Spoiler-Alarm. Alles wird gut. Ihr werdet euch sicher daran... Was zum Teufel? Bei mir sehe ich nur der Laserschwert. Padawan! Ich bin nicht verrückt. Es ist der Schattenmann. Er bringt mich dazu. Apropos Schatten. Du bist bei meiner Aufnahme wie ein Schatten. Du bist unsichtbar bei mir. Bei mir auch. Ist sehr gut. Hast du aber jetzt gerade Schattenmann? Hm, ne? Der Schattenmann? Ich verstehe nicht. Wer redet da? Pakanas, wo seid ihr? Das passt echt. Bitte bringt Juan auf ihr Zimmer zurück. Wer ist das? Tut mir leid, dass ihr das mit ansehen musstet. Ich bin Atros Finn, der Forscher hier. Ah. Wir müssen uns an die Arbeit machen, um ein Heilmittel zu finden. Siehst du dich, Stefan? Ja, ich sehe mich. Okay. Das ist ein Bug-User. Sie redet immer von einem Parkanas. Wer ist Alter, die... Ihr wisst ein es auch nicht? Schwimmendes, sprechendes Lichtschwert. Muss jetzt erst einmal geheilt werden. Das Problem ist, dass die größte Wissenssammlung der Galaxis, der Jedi-Tempel hier auf Coruscant, seit dem Krieg in Trümmern liegt. Ich vermute, die Lösung zu Juans Heilung befindet sich in den Archiven der Tempelruine. Aber es wird nicht leicht sein, dort hineinzugelangen. Doch, mein Freund, das wird es. Jahrhunderte des Lernens umsonst. Wir haben durch unsere Unachtsamkeit den Sith nur geholfen.
Die Erbauer des Tempels schufen ein System, um die Unmengen an Wissen zu verwalten. 3 Holocrons, die dem Suchenden helfen. Die Holocrons erhielten die Weisheit und Persönlichkeit der größten Meister des Ordens und man nannte sie fortan Nöticons. Wir warten. Haben wir die Nöticons nicht. Hä? Die Tempelruine wurde ausgeraubt. Die Nöticons sind weg. Ich habe zwar eine Spur zu einem, aber sie führt zu keinen freundlichen Zeitgenossen. Das war eben komisch. Der hat einfach geantwortet, ohne dass du geredet hast. Hat ein paar Gantplünderer mit einem Nöticon in der Händlergilde der Migranten entdeckt. Die Republik hat einen von ihnen zur Befragung festgenommen, aber er redet nicht. Dann bringen wir ihn zum Reden. Das ist nicht so einfach. Es muss schlimm sein, von der Sicherheit abgeholt zu werden. Vielleicht ist es erledigt. Jeden. Der zuständige republikanische Offizier ist Alec Efra. Er ist gerade mit dem Gant im Sicherheitsposten. Und ich arbeite an einer Spur zum zweiten Nöticon. Ich sollte etwas haben, wenn ihr wieder zurückkehrt. Viel Glück. Was haben wir denn? Was? Was hast du gemeint? Alle reden hier von Glück? Achso, von Glück. Es gibt nur die Macht. Ich seh dich wieder, Stefan. Da bist du ja. Tja. War der Schattenmann. Wo muss ich denn hin überhaupt? Puh, interessiert keinen. Das sind irgendwie noch 2. Da ist einmal gestohlene Geheimnisse. Sven Schumacher, abweichende Meinungen. Ja, das brauchen wir noch nicht. Brauchen wir alles nicht. Aber später. Müssen wir eh wahrscheinlich hin. Entweder zusammen oder das ist für uns beide Phase. Gestohlene Geheimnisse. Da oben gibt's noch so Nebenaufträge. Alles optional. Brauchen wir nicht. Doch, brauchen wir. Ich führe hier das LPT. Nein, ich bin Gruppenführer. Das müssen wir ändern. Ich bin der Levelhöchste. Los, erhöhe mich im Rang. Niemals. Doch. Ich mach jetzt den Machttrick bei dir. So, Wo rennst du hin? Ich schalte Kodexe frei. Ah, hier gibt's Kodexe. Ja. Die Kree. Nur einer? Was? Nur Kree. Und da gibt's hier noch was. Naja, erstmal nicht. Erst später. Es hört sich eben aber so an, als wären hier mehrere. Ich bin hier kein Stern. Hä? Wollten wir hier nicht. Na egal. Du bist dann. Ich hab schon so einen Ablauf auf dem Planeten. Ja, und was ist mit der einen Mission? Hast du den angenommen oder was hat der hier gemacht? Keine Ahnung, was der gemacht hat. Der hat nur Kodex geholt. Kodex freigeschaltet. Und hat deine Mission vergessen. Die machen wir später gemeinsam. Müsstet ihr eigentlich auch schon annehmen können. Gleich. Hier können wir eine annehmen, oder? Warte, Martin. Hier ist doch was. Ja, erstmal hier noch. Ach, ist doch egal, in welcher Reihenfolge. Ja, stimmt, aber damit du es nicht übersiehst und ewig rumguckst. Republikanische Region. Regierung, Mann. Nicht Region, nicht Religion, Regierung. Den hast du ja auch noch nicht. Nein. Huh. Ey, wartet auf mich. Hat man nicht alles gemacht. Okay. Schäm dich. Alter, was ist das für einer? Ein Acknaut. Aha, den kennst du von der Spitze. Ah jo, die gibt's im 5. Teil. Willst du auch wissen, wer das ist? Ja, bitte. Ja, mit Lexikon. Das ist ein Naimodianer. Was wollt ihr? Wir kennen uns nicht. Ich eigentlich vor mir? Schönheit? Alter, was ist denn Sprache? Ist halt so ein Grunzen.
Das hört sich nur noch seltsam an. Ist halt wie ein Schwein. Ja. Die Anführer der Republik müssen stark sein, um sich dem Imperium entgegenzustellen. Wahrscheinlich hat sich George Lucas gedacht, als er das Schwein gesehen hat, daraus kann ich eine außerirdische Spezies machen. Für meinen Film. Klar. Ajo? Hat er bei E.T. auch. Alter, das hört sich nur noch gestört an. E.T. kommt ja in Episode 3? Sei froh. Also ich finde ganz süß eigentlich. Du findest das süß. Das ist eher verstörend. Da gehen die Meinungen wohl doch ziemlich auseinander. Für ihn ist das süß. Oh, siehst du dieses süße kleine Schweinchen? Das so schrecklich schrunzt. Jetzt muss man mal zeigen, wo der andere Codex-Eintrag da hinten war bei den Grease. Nee, da müssen wir eh später nochmal hin. Ja, machen wir später, okay? Alles später. Wie lange nehmen wir eigentlich schon auf? Ich glaube, das ist schon recht lange. Alter! Du willst mich verarschen! Das scheiß... Lass mich raten, Kai hat die Zeit gestoppt. Ist mir egal, Alter, ich hab die Uhr gestellt! Das scheiß Handy hat nicht gestartet! Ich hab nur so gedacht, wir haben 20 nachgestartet oder so und jetzt sind wir schon bei einer halben Stunde. Dann cut hier, sofort aus, Schluss. Reicht. Okay, bye. Okay, tschüss.